Im heutigen Video gibt es für euch eine Zusammenstellung der mächtigsten Offensiv- und auch Defensivzauber im Harry Potter-Universum. Los geht's! Heute für euch die 7 mächtigsten Offensivzaubersprüche in Harry Potter. In diesem Video werden wir uns die 7 mächtigsten Angriffszauber im Harry Potter Universum anschauen. Wir werden uns nicht mit defensiven Zaubern aufhalten, denn dazu werde ich ein separates Video machen. Um das noch einmal klar zu machen: Der Patronus-Zauber ist, auch wenn er wie ein Angriffszauber wirkt und aussieht, kein wirklicher Angriffszauber, sondern eher eine Verteidigung in bestimmten Situationen, wie zum Beispiel bei einem Dementorenangriff. Wir werden uns in diesem Video auf die Zauber konzentrieren, die eine Hexe oder ein Zauberer einsetzen kann, um den maximalen Schaden anzurichten. Einerseits an anderen Menschen und andererseits auch an Sachen. Der Vergleich von Zaubersprüchen kann manchmal etwas schwierig sein, besonders im Fall von Offensivzaubern, denn wir haben noch nicht viele von ihnen gegeneinander antreten gesehen. Ich meine, es kam schon vor, dass Avada Kedavra gegen Expelliarmus gekämpft hat, und dies konnten wir auch live sehen, als Voldemort gegen Harry kämpfte, aber viele Zaubersprüche wurden auch so gezündet, ohne einen direkten Vergleich zueinander zu sehen. Außerdem sind die einzelnen Eigenschaften der Zaubersprüche meist sehr einzigartig, und das ist ja auch gut so, denn sonst wäre es ja nicht notwendig, verschiedene Zauber auszusprechen. In diesem Video versuche ich, die 7 mächtigsten Offensivzauber zu bewerten und meiner Meinung nach in ein logisches, objektiv betrachtetes Ranking zu setzen. Ebenfalls bitte ich euch, eure Meinung zu dem Ranking unter das Video zu schreiben und am besten eure eigene Liste zusammenzustellen und unter dem Video zu teilen. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen möchtet, in denen ich Rankings zu bestimmten Themen abgebe, dann gebt dem Video doch gerne ein Like. Aber ohne weiter drum herum zu reden, lasst uns direkt mit der Nummer 7 beginnen. Bombarda Maxima. Bombarda Maxima ist die stärkste Version des Explosionszaubers Bombarda und ist ganz einfach dafür da, eine große Explosion zu erzeugen. Die Funktion des Zaubers Bombarda war ganz einfach die Sprengung von versiegelten Türen, Gitterstäben und Fenstern. Während Bombarda Maxima den Hexen und den Zauberern erlaubte, dies in einem viel, viel größeren Ausmaß zu tun. Bombarda Maxima war in der Lage, ganze Wände abzureißen, und wir sehen von diesem Zauber sogar eine Kostprobe, als Dolores Umbridge in den Raum der Wünsche einfällt, um Dumbledores Armee zu enttarnen. Obwohl Bombarda Maxima nicht sehr oft in den Filmen verwendet wird, denke ich schon, dass es sehr einfältig ist, sein großes Potenzial zu ignorieren. Es ist ein Spruch, der Dinge im großen Ausmaß in die Luft jagt. Auf der Nummer 6 haben wir den Cruciatus-Fluch. Dieser wird auch beschrieben als der Folterfluch und ist einer der 3 unverzeihlichen Flüche. Er gilt weithin als einer der unheimlichsten Zaubersprüche in der gesamten Zaubererwelt. Der Spruch verursacht beim Opfer unerträgliche Schmerzen, die über das hinausgehen, was man sich an normalen körperlichen Schmerzen vorstellen kann. Der Name des Zaubers stammt von den lateinischen Wörtern für Schmerz und Folter. Der Cruciatus-Fluch wurde bis 1717 frei verwendet, aber ab da wurde er verboten und wird mit sofortiger Anwendung bestraft. Befürworter des Cruciatus-Fluches sind unter anderem Bellatrix Lestrange, Barty Crouch Jr. und Lord Voldemort. Er wurde bekannterweise bei Frank und Alice Longbottom angewandt. Diese waren Mitglieder des Orden des Phönix, der Organisation, die sich gegen Lord Voldemort und seine Todesser stellte. Der Folterfluch trieb die Eltern von Neville Longbottom völlig in den Wahnsinn, sodass sie letztendlich im Irrenhaus landeten. Das Anwenden von Crucio erfordert 2 Dinge: einen Zauberstab und eine Beschwörungsformel, die den Anwender fordert, das Foltern wirklich ernst zu meinen und der betreffenden Person wirklichen Schaden zufügen zu wollen. Sie soll wirklichen Schmerz erzeugen wollen und die Emotionen von beiden Parteien angreifen: die des Zauberers und auch die des Betroffenen des Schmerzes. Man soll die Anwendung genießen und das Opfer verachten. Wir sehen Harry Crucio einst anwenden, aber er hat es nicht richtig gemacht und es hat nicht richtig funktioniert, weil er es nicht so meinte. Dieser Zauber verursacht allerdings nur höllische Schmerzen und verursacht nicht den direkten Tod, was dazu führt, dass dieser Zauber auf der Liste der offensiven Zauber nur den Platz 5 belegt. Auf der Nummer 5 haben wir Sectum Sempra. Severus Snapes eigenen Zauberspruch Sectum Sempra sehen wir zum ersten Mal in dem Film, als Harry Potter ihn bei Draco Malfoy im Halbblutprinz anwendet. Sectum Sempra ist ein bösartiger, dunkler Fluch, der wie ein unsichtbares Schwert funktioniert. Er verursacht Risswunden, Blutungen und Schnitte an seinem Ziel. Oft nachdem das Ziel getroffen wurde, liegt es regungslos da, während es Blut verliert.
Dieser Zauber ist so etwas wie eine Spezialität von Snape und steht in seinem Lehrbuch für fortgeschrittene Zaubertrankherstellung. Die einzige bekannte Behandlung für Sectum Sempra ist der Zauber Vulnera Sanentur, der ebenfalls von Snape erfunden wurde. Sectum Sempra ist ein sehr gefährlicher Zauber, aber kein unverzeihlicher Fluch. Ich habe bereits ein Video gemacht, warum Sectum Sempra kein unverzeihlicher Fluch ist. Guckt euch das Video gerne an, um das vollständig zu verstehen. Für Harry war der Zauber ziemlich leicht zu zaubern, wie es scheint, denn er erwischte sein Ziel beim ersten Mal. Während die unverzeihlichen Flüche die tiefe Absicht und ein Verständnis für das, was man tut, einfordern, hat Sectum Sempra, wie es scheint, keinerlei Einschränkungen, was das angeht. Dennoch hat er sehr tödliche Folgen, was ihn eigentlich noch gefährlicher machen würde als viele unverzeihliche Flüche, für die man eine tiefere Absicht braucht. Harrys Zauber auf Draco war nur ein Zufallstreffer, beziehungsweise Harry wusste nicht ganz genau, was er da tat. Nichtsdestotrotz sehen wir in dieser Szene das enorme Ausmaß des gefährlichen Offensivzaubers Sectum Sempra, und das reicht mir, um ihn auf die Nummer 5 dieser Liste zu setzen. Auf der Nummer 4 haben wir Avada Kedavra. Avada Kedavra, alias der Tötungsfluch, ist ein Favorit von vielen dunklen Hexen und Zauberern und ist einer der drei unverzeihlichen Flüche. Vielleicht sogar der schlimmste der drei Flüche. Der Fluch kostet das Opfer den sofortigen Tod, wenn man denn sein Opfer tot sehen will, denn man braucht eine tiefe Absicht dazu. Lord Voldemort ist ein großer Befürworter des Zaubers, wie wir immer wieder sehen können. Wenn der Zauber angewandt wird, erscheint ein blendender, intensiver grüner Lichtblitz kurz bevor das Opfer einfach tot umfällt. Es gibt keinen richtigen aktiven Schutz gegen Avada Kedavra. Man hat jedoch zwei Alternativen, dem Tod durch Avada Kedavra zu entgehen, falls der Fluch nicht plötzlich kommt. Ein offizieller Schutz ist das Liebesopfer. Dieses brachte Lily Potter für ihren Sohn Harry und schützte damit sein Leben, indem, wie der Name auch schon sagt, sie ihr eigenes Leben durch Liebe opferte. Und der andere Weg ist, dem Avada Kedavra auszuweichen, beziehungsweise den Spruch dich nicht treffen zu lassen. Das heißt, etwas in den Weg zu zaubern oder dich zu ducken oder ähnliches. Avada Kedavra wird sehr oft verwendet in den Büchern und in den Filmen. Beispiele dafür sind Voldemort bei Harrys Eltern oder Snape gegen Dumbledore. Avada Kedavra ist mächtig, aber es ist wirklich nichts Besonderes, und ich denke, dass wenn du in größerem Umfang Schaden anrichten willst, es üblere Zaubersprüche dafür gibt. Trotzdem ist es der Todesfluch und deshalb meiner Meinung nach ganz richtig auf Platz 4 dieser Liste. Auf der Nummer 3 haben wir Feuersturm. Was? Feuersturm, was ist das denn für ein Zauber? Und ja, dieser Zauber kommt tatsächlich auch nur an einer einzigen Stelle vor, als Dumbledore sich und Harry in Sicherheit vor den Inferi bringen musste. Feuersturm, sonst bekannt als Lasso der Flammen, ist eine Beschwörungsformel, die einen großen Feuerring aus dem Zauberstab des Zaubernden bewegt. Der Feuerring bewegt sich mit dem Zaubernden mit und wehrt aktiv alles ab, was versucht anzugreifen. Während der Zauber auf den ersten Blick wie ein Verteidigungszauber wirken mag, hat der Feuersturm auch offensive Fähigkeiten. Er schickt Flammen und brennende Flammkugeln auf seine Feinde und löscht diese so aus. Ziemlich beeindruckender Zauber und sehr gefährlich, wenn ihr mich fragt. Du kannst mit dem Feuer sogar Wände erschaffen, durch die der Zaubernde sicher hindurchgehen kann. Dumbledore verwendet diesen Zauber, um die Massen von Inferi abzuwehren. In einem geschwächten Zustand erwies sich der Zauber als mehr als ausreichend, um die große Anzahl von Feinden aus ihrem Kreis auszusperren und viele zu vernichten. Wegen dieser Macht, die dieser Zauber mit sich bringt, und der großen Fläche, die er abdeckt, landet er bei mir auf dem dritten Platz. Auf der Nummer 2 haben wir Dämonsfeuer. Dämonsfeuer ist einer der mächtigsten Zaubersprüche in der Harry Potter Welt. Voldemort ist ein bekannter Befürworter des Zaubers und man kann sehen, wie er ihn gegen Dumbledore im epischen Duell im Ministerium einsetzt. Der Dämonsfeuerzauber erzeugt verzauberte Flammen enormen Ausmaßes, die alles zerstören, was sich ihnen in den Weg stellt. Sie nehmen oft die Form von gigantischen feurigen Ungeheuern an. Das Dämonsfeuer ist eine extrem fortschrittliche dunkle Magie und ist außerdem eine der wenigen bekannten Möglichkeiten, einen Horcrux zu zerstören. Und schließlich auf der Nummer 1, Protego Diabolica. Das ist meiner Meinung nach der mächtigste Angriffszauber in Harry Potter und auch der beeindruckendste, wenn ihr mich fragt. Aber ist Protego nicht eigentlich ein Verteidigungszauber? Traditionell gesehen ja, aber die Version von Protego, die wir in dem Film Grindelwalds Verbrechen sehen, hat klare offensive Fähigkeiten.
Diabolica ist potenziell der mächtigste Zauber, den wir je in allen Harry Potter und Fantastischen Tierwesen-Filmen gesehen haben. Dieser Zauber lässt sogar Dämonsfeuer im Vergleich dazu schwach aussehen. Gellert Grindelwald benutzte Protego Diabolica im Mausoleum in Paris. Der Zauber ist ein dunkler Zauber, der einen Ring aus schützendem, schwarzem Feuer um das Ziel herum erzeugt. Jeder, der ein Feind des Zaubernden ist, wird augenblicklich verbrannt, wenn er versucht, den Kreis zu betreten. Die Flammen unterscheiden zwischen den Feinden, die das Feuer vernichtet, und den treuen Gefolgsleuten, die gefahrlos die Flammen durchqueren können. Zusätzlich zu seinen offensichtlichen Verteidigungsfähigkeiten scheinen die Möglichkeiten dieses Zaubers endlos. Wir sehen auch, wie Grindelwald den Zauber wie eine Waffe kontrolliert und damit Ranken aus schwarzen Flammen auf seine Feinde zuschickt. Mit diesen Ranken konnte Grindelwald verhindern, dass Auroren aus dem Mausoleum entkommen. Es wurde erwähnt, dass wenn der Zauber nicht gestoppt worden wäre, er ganz Paris zerstört hätte. Wenn ein einziger Zauber eine ganze Stadt mit seinen Bewohnern zerstören kann, dann ist dieser Zauber definitiv auf einem anderen Level als alle anderen Offensivzauber auf dieser Liste hier. Heute für euch die 6 mächtigsten defensiven Zauber in Harry Potter. In diesem Video werden wir uns die 6 mächtigsten Verteidigungszauber im Harry Potter Universum angucken. Ich möchte noch einmal betonen, dass diese Liste keine offensiven Zaubersprüche wie Avada Kedavra oder Crucio enthält. Ich habe vor kurzem schon mal ein Video zu dem Zauberspruch-Ranking produziert, welches die 7 stärksten Offensivzaubersprüche darlegt. In dieser Liste geht es jetzt um die 6 besten Verteidigungszauber. Die Zauber werden nach nur einem Kriterium auf der Platzierung dieser Liste landen, natürlich der maximalen Verteidigungsfähigkeit. Der Vergleich von Zaubersprüchen kann manchmal schwierig sein, vor allem weil wir in Harry Potter nicht aus erster Hand die Wirkung von Verteidigungszaubern gegen verschiedene Offensivzauber haben. Außerdem sind die Eigenschaften der einzelnen Zaubersprüche in der Regel sehr einzigartig und diese Unterschiede machen es schwer, sie direkt miteinander zu vergleichen. Wo ein Zauber in einem Fall extrem mächtig sein kann, kann er in einem anderen Fall komplett nutzlos sein. Dennoch habe ich versucht, die Liste so aufschlussreich wie möglich zu gestalten. Die Liste wird sowohl defensive Zauber enthalten, die man in einem Kampfszenario einsetzen könnte, als auch eher schutzorientierte Zauber, die man einsetzen kann, um eine drohende Gefahr abzuwehren. Ich werde Zaubersprüche wie zum Beispiel den Fidelius-Zauber nicht aufführen, da dieser echt uninteressant ist, denn er vermeidet eher den gesamten Kampf, als sich irgendwie zu verteidigen. Fangen wir direkt an mit der Nummer 6 und dort haben wir den Verwirrungszauber, auch Confundus genannt. Durch einen Verwirrungszauber oder Verwechslungszauber wird eine Person komplett verwirrt und bringt alles durcheinander. Der notwendige Zauberspruch des Verwirrungszaubers lautet Confundo. Nach einiger Zeit lässt die verwirrende Wirkung des Zaubers nach und er verschwindet schließlich ohne einen Gegenzauber. Wie lange das dauert, ist allerdings nicht bekannt. Jedenfalls hat man in der Zeitspanne des Zaubers genügend Zeit, um zu entkommen oder sich irgendwie zu wehren. Ein perfektes Beispiel für die Anwendung dieses Zaubers ist bei der Hüterauswahl für die Quidditch-Mannschaft von Gryffindor, wo Rons Konkurrent Cormac von Hermine mit einem Verwirrungszauber belegt wird. Ich denke, das ist Grund genug, um diesen Zauber auf die Liste der besten Verteidigungszauber zu setzen. Auf der Nummer 5 haben wir Expelliarmus. Viele stellen sich Expelliarmus als Angriffs- bzw. Entwaffnungszauber vor. Und genau das ist er auch. Aber, und da kommt das große Aber, er hatte eine Art von Verteidigung an sich. Und zwar die Entwaffnung. Normalerweise ist so eine Entwaffnung ja eher friedlicher Natur und nicht aggressiv gemeint. Ich habe jedenfalls noch nie einen Todesser einen Expelliarmus-Zauber anwenden sehen. Es ist der Zauber, den Harry benutzt, um Lord Voldemort zu besiegen. Der Name Expelliarmus kommt von den lateinischen Wörtern Experle, was vertreiben bedeutet, und Arma, was Waffe bedeutet. Harry, der den Zauber häufig anwendete, war ein starker Befürworter seiner Wirksamkeit. Expelliarmus wird traditionell verwendet, um den Gegner zu entwaffnen und ihm seinen Zauberstab zu entreißen. Er wird häufig in Duellen eingesetzt, kann aber auch einen Gegner durch die Luft schleudern. Er ist zwar leicht zu erlernen, aber außerordentlich nützlich und er ist einer der Hauptgründe dafür, dass Lord Voldemort überhaupt besiegt wurde. Als Voldemort Avada Kedavra auf Harry in der Schlacht von Hogwarts anwendete, antwortete Harry mit dem Expelliarmus-Zauber, der wiederum Voldemorts Avada Kedavra zu ihm zurückschickte, weil der Elderstab in Voldemorts Händen erkannte, dass Harry sein wahrer Meister war. Harrys Sieg über Voldemort mit Expelliarmus war größtenteils eher zufällig, aber Expelliarmus spielte dennoch eine wichtige Rolle. Auch wenn er nicht der komplizierteste Zauber ist, Expelliarmus erwies sich als einer der wichtigsten Zaubersprüche der Harry Potter Saga.
Auf der Nummer 4 haben wir Fianto Duri und Repello Animicum. Fianto Duri und Repello Animicum gehen Hand in Hand und werden oft miteinander kombiniert. In den Filmen werden beide Zaubersprüche von Flitwick, Slughorn und Molly Weasley verwendet, um einen gewaltigen Schutzwall um Hogwarts rumzuziehen. Diese Schutzzauber wurden im Vorfeld der Schlacht von Hogwarts errichtet und angesichts dessen, was auf dem Spiel stand, denke ich, dass diese Zauber in Kombination viel aushalten und den Platz auf dieser Liste durchaus verdienen. Diese Zaubersprüche gepaart mit Protego Maxima errichten ein Schutzschild um die Schule herum, der ungewünschte Besucher vom Eindringen abhält. Das Schild erzeugt ein bläulich-weißes Licht, das unerwünschte Besucher auf der Stelle auflöst, wenn sie mit ihm in Berührung kommen, wie wir gut an den Schnappern gegen Neville beobachten können. Zaubersprüche, die den Schild treffen, erzeugen große Resonanzexplosionen, aber können ihn nicht durchdringen, es sei denn, sie sind extrem mächtig. In Harry Potter wurden unzählige Todesser und Schnapper von diesem Schild besiegt und erst als Lord Voldemort auftauchte, wurde der Schild schließlich niedergerissen. Die offensichtliche Anstrengung, die Voldemort aufwandte, um den Schild zu zerstören, ist ein Beweis für seine Kraft und seine Haltbarkeit. Auf der Nummer 3 haben wir Impedimenta. Wenn ein Zauberer oder eine Hexe den Zauberstab auf eine Person oder ein Tierwesen richtet und die Formel Impedimenta spricht, löst man einen Lähmzauber aus, der seinen Gegner inmitten der Bewegung erstarren lässt. Es ist eine Art Abwehrzauber, der deinen Gegner stoppt und langsamer macht. Damit hast du genug Zeit, um ihn zu besiegen oder zu fliehen. Der Zauber verschafft einem das Wichtigste auf der Welt: Zeit. Zeit, um sich die Option in einem Kampfszenario abzuwägen. Hermine drückte auch einmal offen ihre Wertschätzung für diesen Zauberspruch aus. Und nachdem Harry ihn gelernt hatte, benutzte er ihn auch ziemlich oft. Der Zauber ist wirklich lebenswichtig und da die Todesser hinter dir her sind, würdest du sicher keine Gelegenheit auslassen, um sie aufzuhalten. Auf der Nummer 2 haben wir Expecto Patronum. Dieser uralte Zauberspruch beschwört einen magischen Begleiter an deine Seite, der eine Projektion all deiner positiven Gefühle darstellt. Der Patronus-Zauber ist schwierig anzuwenden und viele Hexen und Zauberer sind nicht in der Lage, einen vollständigen, leibhaftigen Patronus zu erzeugen. Dieser Patronus nimmt die Gestalt des Tieres an, zu dem du die größte Affinität hast. Du kannst es zwar vermuten, aber du wirst nie wirklich wissen, welche Form dein Patronus annehmen wird, bis es dir gelingt, ihn zu beschwören. Der Patronus-Zauber wird auch verwendet, um ein Schutzschild um eine Hexe oder einen Zauberer zu errichten. Ein Patronus-Zauber wird erzeugt, wenn eine Hexe oder ein Zauberer den Zauber Expecto Patronum spricht, wobei zu beachten ist, dass es zwei Arten von Patronus-Zaubern gibt, körperliche und unkörperliche. Die einfachere Form des Zaubers ist der unkörperliche Patronus, der keine tierische Form annimmt und einfach wie ein weißes Schutzschild fungiert. Die fortgeschrittene Form des Zaubers ist der körperliche Patronus. Die Fähigkeit, einen körperlichen Patronus zu zaubern, gilt in der Zauberergemeinschaft als sehr beeindruckende Leistung und diese Fähigkeit ist im Allgemeinen das Zeichen, dass man es mit einer sehr mächtigen Hexe oder Zauberer zu tun hat. Der Patronus beschwört eine positive Energiekraft herauf, die die einzige bekannte Verteidigung gegen Dementoren ist. Wenn man bedenkt, wie viele Zusammenstöße Harry und andere Hexen und Zauberer im Harry Potter-Universum mit Dementoren haben, denke ich, dass dieser Zauber im Grunde unverzichtbar und verdient auf seinem Platz 2 ist. Und auf der Nummer 1 haben wir Protego. Für mich steht Protego mit Abstand an der Spitze dieser Liste und das liegt daran, dass es so viele verschiedene Versionen von Protego gibt. Dieser Zauber ist in seiner einfachsten Form als Schildzauber bekannt. Protego ist eine defensive Fähigkeit, die jede Hexe oder jeder Zauberer in seinem magischen Arsenal haben sollte. Der Zauber blockiert physische Attacken, reflektiert Zaubersprüche und feuert sogar die Zaubersprüche zum Zaubernden zurück. Es ist eine großartige, gut abgerundete Verteidigungsfähigkeit. Aber eine Sache sollte nicht übersehen werden. Es gibt ganze 6 verschiedene Varianten des Zaubers. Jeder dieser Versionen wird schrittweise stärker und mächtiger als der vorherige. Angefangen mit dem normalen Protego geht es weiter mit Protego Duo, Protego Totalum, Protego Maxima, Protego Horribilis und schließlich Protego Diabolica. Protego Duo ist eine etwas fortgeschrittenere Form des normalen Protego. Protego Totalum ist der Punkt, an dem sich die Dinge mehr in Richtung eines schützenden Schildzaubers entwickeln. Protego Maxima ist eine mächtigere Version von Protego Totalum und Protego Horribilis ist der mächtigste der traditionellen Schutzschildzauber. Und dann ist da noch Protego Diabolica und der ist eine ganz andere Nummer als die anderen. Protego Diabolica ist sowohl in der Offensive als auch in der Defensive unvorstellbar stark.
Es ist möglicherweise der mächtigste Zauber sowohl in Harry Potter als auch in Fantastische Tierwesen und wir sehen ihn zum ersten Mal in Grindelwalds Verbrechen, als Gellert Grindelwald ihn im Mausoleum der Lestranges einsetzt. Der Zauber erzeugt einen Ring aus schützendem schwarzem Feuer um das Ziel und jeder, der ein Feind des Zaubernden ist, wird sofort verbrannt, wenn er versucht, den Kreis zu betreten. Der Schild kann auch wie eine Waffe gesteuert werden und der Zaubernde hat die Möglichkeit, Ranken schwarzer Flammen auf Feinde zu richten. Was hältst du von diesem Ranking und was wären deine Top-Verteidigungszauber? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir doch auch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.